Daniel, ja, ich bin sehr, sehr traurig. Daniel hat leider den Betrieb verlassen. Einen wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Zuckersteckenpublikum. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir müssen wirklich dringend jetzt mal reden. Denn ich denke, ich habe mir auch extra einen Kaffee besorgt, weil ist mir wichtig, dass ich euch daran teilhaben lasse. Und ihr fragt ja auch immer sehr viel nach. Und deswegen möchte ich euch, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich euch das auch irgendwie irgendwo so ein kleines bisschen schulde in Bezug auf Mitarbeiter, die hier mal hier waren und hier nicht mehr sind, beziehungsweise auf Videos aufgetreten sind und jetzt nicht mehr auf Videos auftreten, weil sie, keine Ahnung, das Nagelstudio verlassen haben, sich anders orientiert haben oder keine Ahnung, wie auch immer. Ne? Sagen wir mal, das beste Beispiel ist jetzt unser Daniel. Ne? Ich möchte trotzdem noch was vorab anmerken, und zwar ist es für mich immer ein kleines bisschen schwierig, weil ich finde, als Arbeitgeber habe ich eine soziale Verantwortung, die ich für sehr, sehr wichtig halte, und die soziale Verantwortung übernehme ich sehr gerne und auch mit allergrößten Respekt, weil ich Arbeitgeber bin oder war und trotzdem meiner Verantwortung dessen bewusst bin. Nichtsdestotrotz, weil ich natürlich auch ein klein wenig in der Öffentlichkeit stehe mit den YouTube-Videos, und auch, wir haben auch eine gewisse Reichweite, sag ich jetzt mal. Und egal wie oder was mit irgendeinem Arbeitnehmer gewesen ist, ob das jetzt im Guten auseinandergegangen ist oder ob das im Bösen auseinandergegangen ist oder sonst irgendwas, habt bitte Verständnis dafür, dass ich so Details natürlich in der Öffentlichkeit hier auf YouTube natürlich nicht nennen kann. Ne? Darf vielleicht schon, aber ich finde es schmutzige Wäsche waschen, und ich finde es aus meiner sozialen Verantwortung heraus, finde ich es einfach nicht richtig, weil wie soll ich denn das jetzt erklären? Ich brauche keinen Arbeitgeber mehr. Ich kann im Prinzip machen, was ich will. Ich brauche euch, und ihr seid mir wichtig, und ich brauche euch natürlich auch als Kunden in meinem Betrieb. Das ist auch schon richtig und auch wichtig, aber ich brauche keinen Arbeitgeber mehr. Und stellt euch doch mal vor, ich würde über irgendjemanden, der hier mal gearbeitet hat und aus irgendwelchen Grund auch immer nicht mehr da ist, sagen wir jetzt mal, man war sich durch irgendwas nicht einig, und man hat dann irgendwie durch diese Nicht-Einigkeit gab es dann eben halt irgendwie irgendwo Reibereien. Ich würde das dann veröffentlichen. Dann ist es natürlich ein großes Problem, weil so ein Video bleibt natürlich ewig online. Das Internet vergisst ja nie, das wisst ihr ja. Und stellt euch mal vor, irgendein Arbeitgeber oder ein potenzieller Arbeitgeber würde dieses Video mal sehen und sagen, nee, anhand dessen, was der Nagel da gesagt hat, finde ich, ist es für uns nicht die richtige Person. Ne? Und das möchte ich natürlich nicht. Das möchte ich auch definitiv vermeiden. Auch auf die Gefahr hin, dass ich dann nachher der Blödmann bin. Ne? Das hatten wir ja auch schon ganz, ganz oft, dass irgendwelche Leute, die hier mal gewesen sind und nicht mehr da sind, dass dann unten drunter geschrieben wird, ja, der ist ihm ja auch schon wieder abgehauen. Ne? Bei Nagel, bei dem Sklaventreiber, würde ich dann auch nicht arbeiten wollen, ne? Oder sonst irgendwas. Ne? Das ist natürlich völliger Quatsch, aber die einzelnen Leute, die sowas da drunter schreiben, von wegen hier, Nagel ist ein Sklaventreiber, bei dem würde ich auch nicht arbeiten wollen oder dies oder das, sind ganz, ganz wenige, aber das nehme ich dann lieber auf meine Schultern und sage, okay, mein Gott, dann bin ich in deinen Augen eben halt ein Arschloch, aber ich habe diesen Menschen, der dich ja irgendwie irgendwo eine gewisse Zeit in deinem Betrieb begleitet hat oder sonst irgendwas, oder in deinem Leben begleitet hat oder sonst irgendwas, wenigstens nicht denunziert, weil das möchte ich dann dennoch nicht. So viel Gerechtigkeitssinn habe ich, und so viel Gerechtigkeitssinn möchte ich dann auch eben halt anwenden. Ne? Daniel, ja, ich bin sehr, sehr traurig. Daniel hat leider den Betrieb verlassen, aus folgenden Gründen. Daniel ist ja zu uns gekommen und hat sich eben halt beworben hier als Fahrzeuglackierer und Instandsetzer, Karosseriearbeiten so ein bisschen machen und tun alles. Und er hat auch super hier in dieses Team reingepasst, und wir waren da auch sehr, sehr
sehr, sehr glücklich drüber, ihn zu haben. Und er hat auch wirklich gute Arbeit gemacht und er war auch sehr, sehr pünktlich. Und insgesamt waren wir sehr, sehr froh, dass er da war. Ne? Ja, vielleicht hat er es auch ein kleines bisschen übertrieben und hat hier sehr viel gemacht, sehr lange gemacht, hat sich extremst in diesen Betrieb hier reingeschmissen und wollte wirklich alles zeigen, was er kann und was er ist und was er macht. Das habe ich, in dem Sinne war es irgendwo schön, aber ich habe es auch nicht verlangt. Ich habe es in dem einen Video vom Schnäppchenhaus auch noch gesagt, dass ich gesagt habe, jetzt erstmal hier Pause, mach erstmal eine Woche Urlaub, ne, dass da erstmal alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Ne. Ja, da ist bei Daniel natürlich im Privatleben einiges auf der Strecke geblieben, was ein bisschen unschön war. Und da habe ich ihm natürlich auch so die Notbremse gezogen und habe ihm unplanmäßigen Urlaub, den er eigentlich noch gar nicht hatte, gegeben, dass er so sein Privatleben da irgendwo besser wieder auf die Reihe kriegt, sag ich mal. Und dann kam auch dazu, dass Daniel natürlich auch eine Stunde Fahrzeit von hier weg wohnt. Und da gibt es noch so eine blöde Baustelle hier in Bödexen. Dann hat er noch irgendwie zusätzlich auch nochmal 20 Minuten irgendwie mehr zu fahren. Das war natürlich für ihn eine Doppelbelastung. Und er will einerseits, wollte er diesem Betrieb gerecht werden, wollte zeigen, was er kann. Und er ist ja auch sehr, sehr vielfältig. Er kann ja auch sehr viel und alles. Und andererseits hat er sich dann privat sehr verausgabt, weil er auch sehr viele Überstunden gemacht hat, am Wochenende auch einiges gemacht hat. Und dann kommt natürlich diese blöde Fahrerei irgendwie auch noch irgendwo mit dazu. Ne? Und ich habe auch gänzlich an ihm gemerkt, dass er immer irgendwie unzufriedener geworden ist. Habe mich mit ihm auch hingesetzt. Ich sage, Daniel, du, pass auf, hier, dies und das, Spritgeld, überhaupt gar kein Thema, so und so. Ne? Und Fahrerei. Und er ist auch sehr, ein bisschen negativ geworden, sag ich mal. Und letztendlich konnte ich ihn dann nicht mehr halten, weil, ja, man muss sich überlegen, anderthalb Stunden eine Fahrt hin, anderthalb Stunden zurück sind irgendwie irgendwo drei Stunden Fahrt. Was dann natürlich auch, wenn man so einem Betrieb gerecht werden will und vieles noch machen will und auch nochmal ein, zwei, drei Überstunden machen will, explodiert das Ganze natürlich. Und das geht natürlich auch irgendwie irgendwo aufs Gemüt. Ne? Ja, auf jeden Fall war das dann eines Tages, dass er so dermaßen unzufrieden war, dass er dann gesagt hat, nee, ich mach das nicht mehr, ich gehe eben halt. Dann habe ich gesagt, gut, dann ist das eben halt so, dann können wir es nicht ändern. Ne? Ich habe dir alles angeboten, ich habe dir guten und fairen Lohn bezahlt, Urlaub noch eingeräumt, dass das Privatleben dabei, wenn das ja auch wichtig ist, wie das Privatleben meiner Mitarbeiter ist, die sollen natürlich auch glücklich und zufrieden sein, wenn die hier in der Firma arbeiten. Und auch ein Teil meiner sozialen Verantwortung, finde ich. Ne? Nichtsdestotrotz konnte ich Daniel nicht halten und wir mussten uns leider von Daniel verabschieden. Finde ich sehr, sehr schade, weil er charakterlich hier sehr gut reingepasst hat. Wie gesagt, er super pünktlich war, auch gute Arbeit gemacht hat. Er war sehr, sehr vielfältig, sage ich mal. Ne? Und ja, so viel dazu. Ne? Aber das hatten wir ja schon oft. Was ich sagen wollte ist, tut mir bitte einen Gefallen. Nehmt das hin, wenn jemand da ist. Erfreut euch an diesen jemanden, erfreut euch an dem, was er kann, was er geschaffen hat und was er euch an Unterhaltung bietet. Aber wenn da auch mal nachgefragt wird, vieles herze ich dann auch nicht und beantworte ich dann auch nicht, weil es dann sehr, sehr geschäftsintern ist. Oftmals auch natürlich privat, auch für diesen Menschen, weil wir sind jetzt nicht hier, dann wenn welche hier sich in der Werkstatt zeigen, sind das nicht irgendwelche Anonymus, sondern es sind klare, echte Gesichter, die ein Privatleben haben und auch echte Namen sind und alles und die leben danach natürlich auch weiter und das ist natürlich dann blöd, wenn man da irgendwie irgendwo noch sagt, wie es gewesen ist oder was schlecht gewesen ist oder man hat sich dann, auf einmal hat man sich furchtbar in die Köpfe gekriegt und so, ne, dann ist es mir dann egal, ob dann einer sagt, ja, Nagel ist blöd und dem würde ich auch weglaufen, ne, weil alles da irgendwie scheiße ist und Nagel ist sowieso doof und so, ne, kein Problem, diejenigen, die nicht denken können, die können das gerne auf meinem Rücken austragen, ist kein Problem, lebe ich auch mit. Ich würde aber niemals gegen irgendjemanden, der jemals auf einem Nagelstudio-Video war, im Nachhinein etwas Negatives behaupten. Könnte ich anfangen, schmutzige Wäsche zu waschen, mache ich aber nicht, weil hatte ich gerade gut genug und ausgiebig erklärt. Ne? Meine soziale Verantwortung, wir stehen so ein kleines bisschen in der Öffentlichkeit und, ne? Gibt's nicht. Ne? Also wie gesagt, Daniel wird es auf Videos nicht mehr geben, genau wie damals mit Mev ja auch so viele, oh, wo ist Mev denn? Und die sind das abgehauen und, ne? Und der ist ja auch schon wieder weggelaufen und so. Ne? Menschen verändern sich eben halt. Ne? Wir verändern uns, ich als Chef verändere mich, wirtschaftliche Situationen, Lagen verändern sich, Familien verändern sich oder was will man? Es gibt Menschen, die
wollen irgendwie alle 3 Wochen was anderes in ihrem Leben auch machen oder stellen sich irgendwas vor und das war dann eben halt nicht so, wie sie sich vorgestellt haben und dadurch dreht sich die Welt nun mal, ne? Das ist auf YouTube oder auf YouTube, wie gesagt, in so Werkstätten genauso wie im echten Leben, ne? Bei uns ist nichts gespielt, wir sind authentisch, es ist wirklich genauso wie wir sind, genauso zeigen wir uns auch und Menschen begleiten einem eine Zeit lang und dann begleiten sie einem eine Zeit lang nicht mehr. Das ist nun mal so, ne? Egal, ob das mit einem Arbeitgeber, mit einem Arbeitnehmer, mit einem Lebenspartner ist oder mit einem Freund oder sonst irgendwas. Die Welt dreht sich und so ist es eben halt. Und von mir wird keine schmutzige Wäsche gewaschen. Ich wollte euch nur noch mal eben kurz sagen, wo ist Daniel geblieben? Damals mit Meth war ja auch so ein bisschen Stick und war auch so ein bisschen blöd, ne? Bitte, bitte, wenn jemand da ist, erfreut euch drüber, wenn einer nicht mehr da ist, fragt bitte nicht so viel nach, weil ich möchte euch viel dran teilhaben lassen, an diesem ganzen Geschehen, an diesem ganzen Nagelstudio und alles. Aber nicht um jeden Preis und nicht auf den Preis eines Dritten. Habt da bitte Verständnis für. Vielen, vielen Dank fürs Gucken, wünsche euch einen schönen Tag. Heute gibt es noch ganz viele Videos. Ich habe viele Drehpläne und ganz viel Technik auch alles. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Bitte lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Tschüss.